Kaiser Otto der Große und die Erfindung der Deutschen. Woher kommen wir? Wie sind wir entstanden? Eine Suche nach den Wurzeln unseres wunderbaren Volkes. Zur Einführung. Liebe politisch und historisch Interessierte und Freunde, ich lade ein zu einer Suche nach unseren Wurzeln, nach unserer Identität. Wer sind wir? Was ist Deutsch? Was ist Deutschland? Was macht uns überhaupt aus? Sind es die Sprache und unser Grundgesetz oder ist es viel mehr? Wie erkläre ich es meinen Kindern und Enkeln? Wie erkläre ich es dem Ausländer, der zu uns kommt und der sich bei uns integrieren will? Was erkläre ich dem Ausländer, der zu uns kommt, sich nicht integrieren will und bei uns gar kein Selbstbewusstsein erwartet? Es fängt alles vor 1100 Jahren in Sachsen an. Meine persönliche Meinung ist, dass ein so komplexes Gemeinwesen wie ein moderner Staat nur reibungslos funktionieren kann, wenn ein Grundkonsens seiner Mitglieder, der Staatsbürger, besteht. Dieser Grundkonsens besteht mindestens aus der Anerkennung der gemeinsamen Gesetze und Institutionen und darüber hinaus aus dem Respekt gegenüber den nichtgesetzlichen Traditionen. Diese Traditionen beruhen auf einer langen Entwicklung aus ihren Ursprüngen, den Mythen der Gründung. Die Kenntnis dieser ethnischen und kulturellen Wurzeln gehören zum geistigen und seelischen Eigentum der Mitglieder des Volkes in seinem Staat. Jeder Einzelne muss immer wieder und neu für sich selbst entscheiden, ob er zu diesen Wurzeln und Werten und deren moderner Weiterentwicklung steht oder nicht, oder ob er andere bevorzugt. Wenn große Teile des Staatsvolkes das nicht mehr gemeinsam sehen, dann wird es problematisch im staatlichen Funktionieren und im sozialen Zusammenleben. Daher schauen wir einmal zu unseren alten und wunderbaren kulturellen und ethnischen Ursprüngen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zunächst noch einige Begriffsbestimmungen aus dieser Zeit und dann geht es richtig los. Die Franken sind übersetzt die Freien. Die Alemannen, also der Germanenstamm im Südwesten, sind alle Männer. Die Bajuwaren sind die Männer aus Böhmen, das sind die späteren Bayern. Die Sachsen werden abgeleitet vom Sachsnot, dem Haumesser ihres Stammes. Die wesentlichen ostfränkischen Stämme aus der Gruppe der Westgermanen sind die Franken, Sachsen, Bayern, Schwaben, die Chatten, das sind die späteren Hessen, die Friesen und dann sehr unscharf bezeichnet die Lothringer und kleinere Stämme. Im Fränkischen ist Theoda die Bezeichnung für Volk oder Leute. Das zugehörige Adjektiv ist Theodiskus oder Theodisch und bedeutet dem Volk zugehörend oder volkssprechend, also nicht lateinisch sprechend und auch nicht Walhisk, also Welsch oder Romanisch sprechend. Später wurde aus Theodisch Deutsch. Wir reisen jetzt einmal mit unserer Zeitmaschine zurück in das Jahr 911 nach Christus. Bekanntlich war das große Karlsreich der Franken geteilt in drei Teile. 911 kommt es zum Aussterben der ostfränkischen Könige aus dem Hause der Ostkarolinger mit Ludwig dem Kind. Die Herzöge der ostfränkischen Stämme wählen Konrad von Franken zum ostfränkischen König. 8 Jahre später, 919, übergibt Konrad, vom Kriege verwundet und verzweifelt, weil er die Stammesherzöge nicht einbinden konnte, er übergibt die Königswürde an den ehemaligen Gegner, den Sachsenherzog Heinrich I. aus dem Geschlecht der Liudolfinger. Diese Übergabe
hat stattgefunden in Fritzlar am Vogelherd, als nach Überlieferung Heinrich gerade beim Vogelfang im Walde war. Die Zustimmung kam zunächst nur von den Franken und Sachsen, dann auch von den anderen Stämmen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass damals etwa 3,5 Millionen Menschen in Ostfranken lebten, also nur Siedlungsinseln inmitten menschenleerer Wälder. Hier ein historisierendes Bild aus dem 19. Jahrhundert von einem unserer beiden Staatsgründer, von Heinrich dem I., dem Vater von Otto dem Großen. Heinrich wurde 876 geboren und starb am 2. Juli 936. Er wurde also 60 Jahre alt. Heinrich der I. war König des Ostfrankenreiches von 919 bis 936. Er warb mit Diplomatie um die Stämme mit Amicitia et Pacta. Er erneuerte die Einbindung Lothringens und erhielt 929 die Lehenshoheit über Herzog Wenzel in Böhmen. Heinrich gewinnt Haithabu, den Wikingerhafen an der Schlei, hinzu. Er schlägt die angreifenden Slawen 928 an der Havel und mittleren Elbe und siedelt hier sächsische Bauern an. Mit den periodisch raubenden und plündernden Ungarn schließt er 924 einen neunjährigen Friedensvertrag mit hohen Tributzahlungen. Er nutzt diese Zeit zum Bau von Burgen, das waren anfangs nur einfache Ringwallanlagen, und zur Schaffung eines Reiterheeres. Hier sehen wir die Nachbildung eines karolingischen Panzerreiters. Und ganz ähnlich müssen wir uns ein, zwei Generationen später die ostfränkischen, die sächsischen Panzerreiter vorstellen. Charakteristisch ist besonders die Flügellanze und wichtig sind die kurz zuvor erfundenen Steigbügel. Die Reformen Heinrichs sahen so aus. Jeder neunte Mann muss vom Land in die Mauern der Burg ziehen, dort Wohnungen für acht andere bauen, die im Notfall in die Burg oder Stadt ziehen müssen. Die anderen acht bearbeiten dafür sein Land. Die Burg erhält und verwaltet ein Drittel der gesamten Ernte. Jeder geeignete Bauernsohn wird zum Reiter ausgebildet und erhält eine Eisenrüstung. Als dann die Ungarn nach 9 Jahren natürlich erneut angreifen, schlägt er sie 933 mit seinen neuen Panzerreitern an der Unstrut bereits in Thüringen vernichtend. Heinrich I. erwirbt im Tausch gegen Basel vom Herzog von Burgund die heilige Lanze mit Nägeln aus dem Kreuz Jesu, die Kaiser Konstantin getragen haben soll und welche die Herrschaft über Italien symbolisiert und nach der Meinung der Menschen der damaligen Zeit unbesiegbar macht. Heinrich erlässt 929 die sächsische Hausordnung und ein Testament, in dem er die alte und eigentlich gerechte fränkische Erbteilung aufhebt und die Individualsukzession einführt mit der Unteilbarkeit von Königs Würde und Reich. Sein Sohn Otto wird zum alleinigen Nachfolger bestimmt und 930 zum Mitkönig gesalbt. Heinrichs zweite Frau Mathilde erhält eine großzügige Witwenversorgung. Der dritte Sohn, Brun, wird erst Kanzler und später Erzbischof von Köln. Dieser Bruder Brun ist sein Leben lang loyal zu Otto und stabilisiert den Zentralstaat. Dieses Wandbild aus der alten romanischen Kirche St. Andreas in Köln zeigt den Erzbischof von Köln Brun,
den jüngsten Bruder Ottos, der ihm im Aussehen und Gestalt sehr ähnlich gewesen sein soll. Am 23.12.912 wird Otto vermutlich in Wallhausen geboren, das ist heute in Sachsen-Anhalt. Er wird geboren als Sohn von Heinrich I. und seiner zweiten Ehefrau Mathilde. Diese stammt aus der Familie Widukinds, also die alten Sachsen haben jetzt doch noch Königswürden erlangt. Mathilde stammt aus dem Geschlecht der Liudolfinger. Aus der ersten annullierten Ehe Heinrichs mit der sächsischen Adligen Harteburg von Merseburg hat Otto einen älteren Halbbruder Tankmar, der gegen ihn rebelliert und 938 in der Eresburg im Sauerland getötet wird. Otto hat die jüngeren Geschwister Gerbera, Hartwig, Heinrich, von dem noch viel zu reden sein wird, und eben Brun. Otto ist groß, hellblond mit blauen Augen und farblosen Brauen. Er ist ruhig und spricht im Schlaf, und zwar so deutlich, dass man zunächst an einen Scherz glaubte. Über seine Jugend ist wenig bekannt. Er erhält eine militärische Ausbildung und erwirbt erste Erfahrungen als Heerführer gegen die Slawen an der Ostgrenze. Mit einer vornehmen Slawin zeugt er als 16-Jähriger den Sohn Wilhelm, der später Erzbischof von Mainz wird. Otto heiratet 929 Edith oder andere Bezeichnung Edgith, Edgita, die Tochter des Königs von England. Die Könige von England waren seit dem 5. Jahrhundert Sachsen. Beide haben den Sohn Liudolf, der später Herzog in Schwaben ist und nach einem gescheiterten Aufstand vom Vater Versöhnung empfängt. Beide arbeiten dann zusammen und Liudolf stirbt 956 in Italien am Fieber. Die geliebte Edith stirbt 946 und ist im Magdeburger Dom beigesetzt. Ein farbenfrohes Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert zeigt Otto und Edith in Magdeburg. Am 2. Juli 936 stirbt Heinrich I. mit 60 Jahren. Am 7. August 936 wird Otto in der Pfalz, Karls des Großen in Aachen, von den Erzbischöfen von Mainz und Köln zum ostfränkischen König gesalbt und von den Stammesherzögen in einer komplizierten Zeremonie als Kämmerer, Truchsess, Mundschenk und Marschall bedient und gekrönt, was dann Vorbild für alle späteren Kaiserkrönungen wurde. Dabei erfolgt diesmal auch eine Legitimierung durch die öffentliche Akklamation der anwesenden Bevölkerung. Die Nachbarn wittern ihre Chance. Sofort greifen von Norden die Normannen, von Osten die Slawen und aus Böhmen die Ungarn an. Otto ist kampferprobt, er beruft das sächsische Reiterheer des Vaters ein und schlägt die Slawen an der Elbe. Er wendet sich nach Süden, die Ungarn drehen vor der Grenze ab. Otto beauftragt den Mönch Widukind in Corvey, eine Chronik über sein Leben anzulegen. Dieser zeigt sich zunächst skeptisch und zweifelt anfangs häufig an seinen Vorhaben. Jetzt einige Bemerkungen zur inneren Struktur. Alle Sachsenkaiser pflegen einen ambulanten Regierungsstil. Sie ziehen mit dem Königstross von bis zu 1000 Personen von Pfalz zu Pfalz durch das Land, um zu verwalten und Recht zu sprechen. Also dauerhaft ein Leben im Sattel. Anders entwickelt sich Westfranken. Um den Grafen von Paris herum bildet sich langsam ein zentraler Regierungssitz um die Ile de la Cité. Konfliktreich ist Ottos Bemühen,
nicht wie früher und gewohnt, die Schlüsselstellungen durch Verwandte oder hohe germanische Adlige zu besetzen, sondern nach Leistung und Treue die Grafen und Herzöge sowie auch die Bischöfe einzusetzen. Hier finden wir die Anfänge einer staatlichen Beamtenschaft. Die eingesetzte Geistlichkeit wird zu einer zweiten Stütze des Staates, da ihr Einfluss über die Stammesgebiete hinausreicht und bei Ehelosigkeit Ländereien wieder als Königsland zurückfallen. Die vom König als Lehen gegebenen Kirchenterritorien stellen sogar bis zu 2/3 der Reiterheere. Nach dem Sieg über die Slawen setzt Otto zur Grenzsicherung Hermann Billung im Norden ein. Dieser wird sogar später Stellvertreter des Königs und Herzog von Sachsen. Und Markgraf Gero an der mittleren Elbe. Über Gero werden 300 Jahre später Heldenlieder gesungen. Also so falsch wird die Wahl nicht gewesen sein. Prompt zettelt der übergangene jüngere Bruder Heinrich einen Aufstand in Westfalen an und verbündet sich mit dem Halbbruder Tankmar sowie Herzog Eberhard von Franken. Otto zieht 938 mit einem kleinen Sachsenheer los. Tankmar wird gestellt, flüchtet in eine Kapelle der Eresburg und wird von voreiligen Rittern getötet. Otto kommt zu spät, verzeiht und würdigt den Sterbenden. Eberhard und Heinrich ergeben sich, Otto verzeiht ihnen, eine typische Blaupause für später. Als der alte Bayernherzog Arnulf 937 stirbt, verweigert sein Sohn Eberhard den Treueeid. Otto setzt ihn ab und verbannt ihn. Er setzt Berchtold, den Bruder des Verstorbenen, als Herzog ein, was für bisher autonome Germanenfürsten ungewohnt ist. Die Lothringer und die Franken verbünden sich prompt mit Heinrich und Eberhard. Das zeigt, wie fragil die Situation noch für den jungen Staat ist. In Birten am Rhein kommt es 939 zur Schlacht. Nach sehr kritischem Beginn siegen Ottos Männer, die Herzöge fliehen. Zeitgleich greifen die Slawen an. Onisvar Kimalipans. Otto kommt rechtzeitig Markgraf Gero zu Hilfe und sie siegen. Der Bruder Heinrich und der abgesetzte Herzog Eberhard von Bayern verbünden sich sogar mit dem französischen König und greifen wieder an. Das Sachsenheer wendet und wird durch einige hundert schwäbische Ritter verstärkt. Bei Andernach am Rhein am 2. Oktober 939 stoßen die Schwaben auf ein Biwak. Eberhard fällt im Kampf, Giselbert von Lothringen ertrinkt im Rhein, Heinrich flieht nach Frankreich. Otto setzt ihm nach, der Herzog von Paris und König Louis IV. Von Westfranken huldigen ihm. Hier hält Otto noch einmal das Karlsreich in seiner Hand und hätte es wieder vereinen können. Er verzichtet darauf, er bemerkt bereits das Trennende und entscheidet sich für das kleinere, stabilere Ostfrankenreich, das entstehende Deutschland. Es bestehen schwere Auseinandersetzungen um den französischen Thron. Otto vermittelt und hilft dem Westkarolinger Louis wieder zu seiner Krone. Heinrich ergibt sich, Otto nimmt ihn wieder auf. Zu Ostern 941 scheitert in Quedlinburg ein gefährlicher Mordversuch Heinrichs mit seinen Getreuen, da Otto gewarnt ist. Die Mittäter werden gefasst und hingerichtet, Heinrich flieht. Weihnachten 941 legt er sich im Büßerhemd vor Otto in den nächtlichen Dom von Frankfurt. Er erlangt Verzeihung und ist seitdem treu. Heinrich wird als Herzog von Bayern belehnt. 951 ruft der Herzog von Burgund Otto um Hilfe, da der italienische Markgraf Berengar
seine Tochter, eine burgundische Prinzessin, die frisch verwitwete Königin der Langobarden, die heutige Lombardei. Adelheid von 931 bis 999 gefangen genommen hat und sich zum König von Italien ausrufen lassen will, damit würde er die Vorherrschaft über den Papst erlangen. Ein Sachsenheer kommt unter Otto und Heinrich, erhält in Pavia die Huldigung des italienischen Adels. Berenger flieht ohne Kampf. Die 19-jährige Adelheid wird befreit und im Oktober 951 in Pavia mit dem seit 946 verwitweten Otto vermählt. Damit übernimmt Otto legitim den Titel König der Franken und Langobarden oder auch den Titel König der Franken und Italiener. Das Ostfrankenreich umfasst jetzt auch Norditalien und Teile Mittelitaliens. Das ist sie, die eiserne Krone der Langobarden, die Adelheid mit in die Ehe bringt und damit die Herrschaft über Italien für Otto. Ottos Sohn Liudolf aus der Ehe mit Edith, die 946 verstorben ist, ist jetzt 21 Jahre alt und unzufrieden mit dieser Heirat sowie der jüngeren Stiefmutter. Er fühlt sich übergangen und wie wir glauben, auch zu Recht. Auch ein großer Mann wie Otto handelt hier zwar verständlich, aber menschlich vermutlich nicht richtig. Liudolf zettelt einen gefährlichen Aufstand an, der mit Wechselfällen von 952 bis 954 dauert und dann mit seiner Unterwerfung und Ottos Vergebung endet. In der Folge arbeiteten beide zusammen und kämpften auch gemeinsam gegen äußere Feinde. 956 erhält Liudolf von Otto den Auftrag, ein Heer über die Alpen zu führen, gegen den erneut aufsässigen Markgrafen Berengar. Nach zunächst erfolgreichem Beginn verstirbt leider Liudolf 957 plötzlich an einer fieberhaften Erkrankung in Italien. Die Ungarn sind 955 wieder, wie schon oft, mit einem großen Heer plündernd in Süddeutschland eingefallen. Der rasende Bischof Ulrich ohne Rüstung hält sie lange genug vor Augsburg auf, sodass der König mit seinen Panzerreitern, die aus allen Stämmen rekrutiert werden, rechtzeitig kommen kann. Am 10. August 955 kommt es zur Lechfeldschlacht, die in zwei Chroniken gut dokumentiert ist. Die Zahl der deutschen Panzerreiter hat etwa 10.000 betragen, davon 3.000 Sachsen des Königs. Die ungarischen Zahlenangaben sind nicht sicher und schwanken von 30.000 bis 100.000. Die Ungarn sind alles schnelle Reiter mit ihrer Geheimwaffe, den Kompositbögen, den Bögen aus verschiedenen Materialien. Otto soll vor seinem Heer mit der erhobenen heiligen Lanze hergezogen sein. Der Kampf wogt hin und her, viele fallen, auch der Bruder von Bischof Ulrich und der Herzog von Lothringen. Die Ungarn werden schließlich völlig zersplittert und noch viele auf der Flucht erschlagen. Sie kommen nie wieder. Das historisierende Bild aus dem 19. Jahrhundert zeigt den Führer der Ungarn, Fürst Lehel. Auch dieser wird gefangen und hingerichtet. Nur wenige Ungarn entkommen, sie geben ihre räuberische Lebensweise auf und werden seitdem sesshaft. Der führende Kriegeradel wird entmachtet, sie vermischen sich mit den ansässigen Slawen, öffnen sich der europäischen Kultur und werden Christen. Seit der Schlacht wird Otto Imperator in allen Ländern genannt und die Panzerreiter werden zur Legende. 958 macht Otto eine schwere Krankheit durch, von der er sich wieder erholt. In dieser Zeit kommt es erneut zu Separatbestrebungen und Aufwiegelei des italienischen Grafen Berengar.
Zwei Söhne Ottos und Adelheids sind jung gestorben. Der dritte Sohn Otto wird 961 auf dem Reichstag in Worms sicherheitshalber zum Mitregenten und Nachfolger gekrönt. Otto plant strategisch und unternimmt einen Italienzug 961 bis 962. Der Graf Berengar zieht sich zurück. Am 31. Januar 962 erreicht das Heer kampflos Rom. Am 2. Februar 962 wird Otto von Papst Johannes dem 12. zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt und ein Novum, Adelheid zur Kaiserin. Otto garantiert den Kirchenstaat der Päpste und setzt durch, dass zwar Päpste gewählt werden, aber der Zustimmung des Herrn Otto und seines Sohnes bedürfen. Die Kirche der damaligen Zeit ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Historiker sprechen von Pornokratie. Papst Johannes XII. Ist verkommen und verrät Otto nach dessen Abzug sofort an die Ungarn. Otto macht kehrt und nach manchen Wendungen wird Graf Berengar gefasst und ins Exil nach Bamberg geschickt. Johannes XII. Stirbt gerade rechtzeitig vor dem nahenden Heer und Otto inthronisiert einen bereits gewählten Gegenpapst Leo VIII. Zur Lösung zahlreicher Probleme muss Otto noch einmal nach Italien von 966 bis 972, lange Zeit für den nördlichen Reichsteil. Durch diplomatische Verträge mit mittelitalienischen Fürsten kommt es zu Konflikten mit dem oströmischen Kaiserhof in Byzanz, der hier Ansprüche anmeldet. Diese Konflikte werden nicht kriegerisch, sondern friedlich gelöst durch die Heirat des Thronfolgers Ottos II. 972 mit der Nichte Theophanu 955 bis 991 des Kaisers von Konstantinopel. Hier eine Statue der Theophanu. Otto hat zu dieser Schwiegertochter stets ein gutes Verhältnis gepflegt. Aus Rom bringt der Kaiser endlich die Genehmigung für die Errichtung des Erzbistums Magdeburg mit, welche dann 968 erfolgt. Die Errichtung dieses Erzbistums ist ein Lieblingsplan Ottos. Es wurde zum Ausgangspunkt für die Missionierung der Slawen. Im Alter ist Otto somit in der ganzen europäischen Welt als Autorität und Streitschlichter und als Führer der Christenheit geachtet. Es gehen christliche Missionen nach Polen, nach Ungarn und tief nach Russland hinein. Durch die Italienverbindungen des Kaisers kommt es zu einem massiven Kulturaustausch des Mittelmeerraumes nach Deutschland mit zahlreichen neuen Dichtungen und Bibliotheken. Dieser kulturelle Aufschwung wird auch als ottonische Renaissance bezeichnet. Der sogenannte ottonische Baustil führt wenig später in die Romanik. Das kulturelle Leben wird beflügelt durch die zunehmenden Klöster und Klosterschulen, deren Ausbau besonders durch seinen Bruder Brun, den Erzbischof von Köln, gefördert wird, sowie durch die von Otto geförderten Frauenklöster. Am 23. März 973 feiert Otto ein glanzvolles Osterfest mit Delegationen aus ganz Europa. Danach erkrankt er fieberhaft und schläft am 7. Mai 973 mit 61 Jahren auf der Pfalz Memleben, heute in Sachsen-Anhalt, friedlich ein. An diesem Ort ist bereits sein Vater verstorben. Nach feierlichem Leichenzug wird Otto im Magdeburger Dom an der Seite von Edith beigesetzt. Den Titel Otto der Große erhält er bereits nach der Lechfeldschlacht und wird spätestens
seit etwa 1100 allgemein benutzt. Bei Otto von Freising, einem Bischof und Historiker, wird er etwa 1150 der erste Rex Teutonicorum genannt. Seine Nachfolger sind umfassend gebildet und tapfer. Sie regieren gut in schwierigen Zeiten. Leider sterben Sohn und Enkel früh an Krankheiten. Sein tüchtiger Sohn Otto II., 955 bis 983, regiert von 973 bis 983 und stirbt mit erst 28 Jahren an Malaria am 7. Dezember 983. Er wird als deutscher Kaiser im Petersdom beigesetzt. Dessen Sohn Otto III., 980 bis 1002, regiert von 983 bis 1002. In den ersten Kinderjahren allerdings wird das Reich verwaltet, für ihn durch die Kaiserinnen Theophanu und Adelheid. Er stirbt nach fieberhafter Krankheit mit erst 22 Jahren am 23. Januar 1002 bei Rom und ist im Dom zu Aachen beigesetzt. Er hat keine männlichen Nachkommen. Heinrich II., der sogenannte Heilige, 973 bis 1024, also 51 Jahre, stammt aus der bayerischen Seitenlinie der Ottonen und ist von 1002 bis 1024 deutscher König und römischer Kaiser. Da er kinderlos bleibt, enden mit ihm die Ottonen. Zusammenfassung und Kommentar. Mehrere Phasen des Lebens und der Herrschaft Ottos sind meines Erachtens zu beobachten. Am Anfang bestehen endlose und gefährliche Auseinandersetzungen mit seinem jüngeren Bruder Heinrich und dem Halbbruder Thankmar, sowie später mit dem eigenen Sohn Liudolf und vielen Großen des Reiches. Dies ist nachzuvollziehen, denn die bisherigen Menschen waren als Franken, Sachsen, eben als Germanen, die gerechte Erbteilung und die Gleichberechtigung der Führer mit Ting, Stammesdemokratie, Primus inter pares, daher stammt der Begriff Piers, gewohnt. Ottos Vision ist dagegen ein die Stämme umschließender Zentralstaat mit Belehnten und Beauftragten nach Leistung und Treue unter Hintanstellung der Adelsprivilegien, also die Vorwegnahme der späteren Staatsdienerschaft. Staatsaufgaben sollen sein, die Vereinheitlichung von Regeln und Maßen, der Schutz und die Gerechtigkeit im Inneren und die Sicherung der Außengrenzen. In der Mittelphase seiner Regierung beseitigt er in mehreren kleinen und großen Feldzügen die ständigen äußeren Bedrohungen mit Hilfe des langsam entstehenden gemeinsamen Volksbewusstseins, mit dem Geld und den Militärreformen seines Vaters Heinrich, mit persönlicher Tapferkeit, strategischem Können und treuen Freunden. Er sichert und erweitert die Grenzen des neu entstehenden Staates gegenüber den Dänen und Normannen, besonders gegenüber den Slawen wieder bis zur Oder, wo früher auch Germanen gesiedelt haben, dauerhaft gegen die Ungarn und gewinnt Ober- und Mittelitalien zum Reich hinzu. Er wird faktisch, anders als spätere Kaiser, zum Oberhaupt des Papstes und damit der Christenheit. Die Konsolidierung kann in langen Friedensjahren genutzt werden für einen kulturellen Aufschwung. Zunächst durch Importe aus dem Mittelmeerraum, später auch durch originäre deutsche Werke sowie für einen Aufschwung von Handel und Wirtschaft, dem ein Bevölkerungswachstum folgt.
Der Kaiser besitzt am Lebensende eine europaweite Autorität als Schiedsrichter und Streitschlichter. Zeitgleich erfolgt eine Christianisierung in den deutschen Reichsteilen und bei den Nachbarn, über das neue Erzbistum Magdeburg auch weit in den slawischen Osten. Die schriftlichen Zeugnisse dieser Zeit sind rarer als bei den Karolingern. Das Handeln Ottos über Jahrzehnte zeigt aber klar die mühevolle, geduldige, energische und diplomatische Werbung für eine Vision und ihre langsame Verwirklichung. Die ostfränkischen Germanenstämme der Franken, Sachsen, Schwaben, Bajuwaren, Chatten, Friesen und einige kleinere waren zwar verschieden, aber von ihrer biologischen Abstammung und in ihren Wert- und Kulturvorstellungen sowie in den Sprachwurzeln auch ähnlich. Er hat die Eigenheiten der Stämme belassen und sie langsam, zunächst ohne ihr Verständnis und später mit ihrer Zustimmung, in einen gemeinsamen Staat geführt. Erst in diesem Staat ist das Bewusstsein für ein gemeinsames Volk gewachsen. Otto ist der Initiator und Gestalter eines Prozesses, wie aus Ostfranken innerhalb von 200 Jahren Theodisken und schließlich Deutsche wurden. Otto der Große ist der Erfinder der Deutschen. Wir ziehen daraus eine ernste Lehre für uns und heute, mit der schwer umzugehen ist. Nationen, hier Synonym für Völker, leben lange und sind stabil. Aber sie sind nicht ewig und sie sind nicht selbstverständlich. Sie sind, wie wir früher formulierten, das tägliche Plebiszit. Sie leben nur durch unser Wollen und unsere Zuneigung, also durch das ständige Bekenntnis zu dem eigenen Volk, das Wissen auch um seine Vor- und Nachteile, seine Geschichte, seine Werte und Regeln, seine Gebräuche, Sagen und Märchen und durch die tägliche Bemühung um dieses Volk oder eben bewusst auch nicht oder unbewusst auch nicht durch Nachlässigkeit. Wenn das Zusammengehörigkeitsgefühl und der politische Wille dazu nachlassen, dann kann ein Volk auch schrumpfen oder sich verändern in der Zusammensetzung. Und kurz darauf verändert sich der Staat als dessen Überbau. Große Gestalten unserer Geschichte, wie unsere Gründungsväter Otto und Heinrich und die Mythen der Staatsgründung, können unser Selbstbewusstsein und damit die Kraft zur Selbstbehauptung stärken für die politische Auseinandersetzung. Der deutsche Staat wurde bewusst vor 1100 Jahren angelegt als Heimstatt für die 6 ostfränkischen Germanenstämme der Franken, Sachsen, Bayern, Chatten, Friesen und Schwaben. Er ist ein europäisches Land und besitzt nach der biologischen Herkunft als weitere Wurzeln den Rückgriff auf die Geisteswelt der Antike, ist somit der Ratio der Vernunft und Wissenschaftlichkeit verpflichtet. Deutschland hat dies in den Phasen von Humanismus, Reformation und Aufklärung auch vorbildlich bewiesen und durchlebt. Die Germanen haben als weitere stützende Säule das Christentum übernommen und keine andere außereuropäische Religion. Allerdings musste auch bei uns der Herrschaftsanspruch der Kirche erst mühsam von der weltlichen Autorität getrennt werden. So entstand aus 3 Wurzeln unser wunderbarer Staat, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Unser Volk hat im Laufe seiner wechselvollen Geschichte immer wieder auch Menschen anderer Völker aufgenommen. Das war gelegentlich sogar förderlich und manchmal notwendig für unsere Nachbarn,
für die wir mitfühlend Verantwortung übernahmen, insbesondere für Westfranken, also Franzosen und Hugenotten, und für unsere östlichen Nachbarn, die Slawen. Diese Prozesse sind aber nur verträglich, wenn sie staatlich kontrolliert und über lange Zeiträume sowie in überschaubarer Zahl erfolgen. Wenn eine Zuwanderung in kurzer Zeit und in großer Zahl erfolgt, so kann das die Identität des Volkes und den Charakter eines Landes nachhaltig verändern. Das sollten alle bedenken, die sich mit unseren Ursprüngen befassen. Wir können stolz sein auf unsere lange und erfolgreiche gemeinsame Geschichte und als Auftrag annehmen, sie positiv weiterzuentwickeln. Dr. Hans-Jürgen Alexi.